Und damit und herzlich willkommen zur 131. Folge des Risen 1 Let's Plays, wo wir vermutlich gegen den Endboss kämpfen, den wir letzte Folge schon angefangen haben zu probieren. Ich renne ja einfach mal rein. Wir sind Titan geworden, haben schon einen Versuch auf den Endboss gemacht, so einen halbherzigen, wo ich nicht ganz verstanden habe, ob ich Schaden auf den Endboss machen soll oder nicht. Ich habe nur verstanden, ich darf nicht runterfallen. Aber das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Und legen einmal los. So, Schaden. Nicht so aus. Ach so, ah. Ich glaube, jetzt habe ich ihn kapiert. Hat so nicht geklappt. Einmal hier das. War auch nicht gut. Das war gut, das war nicht gut, egal. Hättest du irgendwann mal wieder. Kann er nicht? Jetzt. Oh, ja. Angriff Nummer 2 war das jetzt, glaube ich. Ich glaube, ich muss echt nur die Mechanik runterspielen. Sonst nichts weiter. Oh, das war, glaube ich, tot, oder? Jo! Oh, war das knapp! Oh, ja! Ich muss noch checken, wann er welchen Angriff macht. Erinnert ein wenig an Dark Souls gerade? Aber... noch so einfach, dass ich sage. Krieg ich hin. Passt. Was greifst du jetzt an? Okay, weil er hier verkackt, ist auch nicht schlimm. Ich muss nicht hüpfen. Aber komm doch hin. Sehr schön. Hat halt auch keinen Lebensbalken. Ich weiß nicht, wo ich dran bin. Ich meine, es sieht alles gut aus. Aber... So richtig weiß ich noch nicht, ob ich es richtig mache. Ja, da habe ich mich gerade aus Versehen geheilt, genau in dem Moment, wo der Angriff kam. Ach komm, kein Hit getroffen. Okay. Passt, einmal die 9. Richtig hochheilen hier. Nochmal die 9. Passt. Okay, Konzentration. Ich muss. Okay, den kann ich jetzt doch. Den kann ich nutzen. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, ich kann den Angriff nicht nutzen, aber ich konnte ihn nutzen. Ich
Perfekt. Oh, ja. Und haben wir's? Das wäre traurig einfach, aber ich halte meine Klappe einmal. Des Titanen wird die Insel auch weiterhin schützen. Eine der letzten Enklaven der Menschheit wurde gerettet. Du denkst, hier endet die Geschichte? Nein, was hier geschehen ist, ist nur der Anfang. Der Kampf gegen die Titanen hat gerade erst begonnen. Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Okay, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist traurig. Ich hatte ja schon damit gerechnet, dass wenn wir den besiegt haben, dass das Spiel zu Ende ist. Aber ich hatte tatsächlich gedacht, es kommt noch mehr. Gut, dann wie immer jetzt kurz Zusammenfassung von mir. Danach gibt es das komplette Outro und dann geht's in Risen 2 morgen für euch. Also, Zusammenfassung. Ich habe ja eigentlich schon eine gute Zusammenfassung der letzten Folgen gebracht, deswegen greife ich die einfach nochmal auf. An sich hat Risen 2 sehr viel Potenzial, aber es nutzt es an ganz vielen... Risen 1 ganz viel Potenzial, aber es nutzt es an ganz vielen Stellen nicht. Und dafür, dass es 2009 veröffentlicht worden ist, Risen 2, und demzufolge 7 Jahre nach Gothic 2. 7 Jahre nach Gothic 2 kann ich so viel Retro-Brille aufsetzen, wie ich möchte. Mangelt es ein wenig an der Liebe. Ich möchte das ein bisschen spezifizieren. Wir nehmen den Anfang. Wir gehen einfach mal durch. Der Anfang war einfach nur schlecht. Punkt. Wir landen auf der Insel, wir wissen nicht, warum wir da sind. Soweit okay. Wir retten eine Frau. Wissen nicht warum, tun es aber einfach. Soweit okay. Und müssen eine Entscheidung treffen, ob wir bei den Banditen oder bei den Magiern aus der Vulkanfestung sein wollen. Soweit noch okay. Und jetzt gehen wir dahin und haben... Null Motivation, aber auch gar keine, für irgendeine der beiden Parteien Partei zu ergreifen und irgendwas für die zu tun. Wir wissen nicht, warum wir auf der Insel sind, wir haben keine Ziele, wir haben keine Aufgaben. Wir kriegen Aufgaben, die total nutzlos sind, die uns überhaupt nicht logisch erscheinen und wir wissen nicht, was überhaupt los ist. Und dann spielen wir da so ein bisschen und dann nimmt die Story so ganz langsam Fahrt auf, aber so richtig auch nicht geil. Dann haben wir uns entschieden, dass wir, ich für meinen Teil, dass ich zu den Banditen gegangen bin. Und haben uns bei den Banditen hochgearbeitet und waren nie dabei, dass wir wussten, warum wir das was machen und wie, was, wo. Wir haben unseren Charakter gelevelt, das hat soweit Bock gemacht, ja, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das hat mich vom Hocker gehauen. Also da habe ich schon RPGs gespielt mit geileren Charakter-Design beim Leveln. Speziell auch dann, dass man Stärke, also dass man einzelne Fähigkeiten hat, das ist ja ganz geil. Wo man zum Beispiel jetzt Schmieden und so weiter machen kann. Da fand ich es aber wieder sehr, sehr schade, dass man viele Sachen gar nicht gefunden hat. Ich weiß bis heute nicht, wo
was heißt bis heute? Doch, es gab so einige Sachen, die ich einfach nicht gefunden hatte. Die waren jetzt nicht super wichtig, die haben einfach dann auch lange gedauert, bis dann irgendwann mal was kam. Schlösser knacken 3 und so weiter, und an vielen Ecken ist man frustriert über die Welt gelaufen, weil man hat die Welt erkundet, hat die Mobs geschafft und kam irgendwo an, wo es nicht weiterging. Das war im ersten Moment sehr frustrierend und hat auch tatsächlich ein bisschen am Spielspaß gezogen. Und dann ist man irgendwann, weil man ja sich für eine Seite entschieden hatte mit den Donnen, bin ich in diese Hafenstadt gekommen, und da war ich in dieser Hafenstadt drin, und die Hafenstadt, die war so ein Graus, sie hat so keinen ernsthaften Bock gemacht, bis ich da endlich wieder draußen war. Es war so langweilig. Und auch immer mit unserer Motivation, dass wir nicht wissen, warum wir hier überhaupt sind, ging es auch so gar nicht voran. Bis wir dann irgendwann in der Vulkanfestung waren und endlich mal gecheckt haben, es geht eigentlich nur darum, dass wir da rein wollen in diese Höhle. Wir wussten zwar immer noch nicht so richtig, warum, und die Motivation war immer noch nicht da, aber zumindest hatten wir langsam mal ein Ziel vor Augen und haben dann daran gearbeitet, und dann hat sich alles so entwickelt, dass wir den Don dann halt wieder in die Hauptstadt gesetzt haben, dass wir mit Mendoza da reingegangen sind und was wir da für Entscheidungen getroffen haben. Das war alles jetzt nicht so eine Katastrophe. Also, ab dem Moment, wo wir die Weltkarte dann erneut begehen mussten und erst die Schlüsselscheiben sammeln mussten, dann die Titanenlord-Rüstung, das war alles cool, und dass wir da auch, wo wir da überall waren, alles cool, alles geile, geile Story, geiles Storytelling. Aber es hat so immer an der Grundmotivation gemangelt. Immer. Die ganze Zeit. Wir sind der Held im Zelt, aber es gab niemals irgendwie den Grund, warum wir das machen wollten. Ja, wir wollten die Insel retten, aber warum? Bist du, komm auf die Insel und retten die Insel? Hä? Warum? Wir können da wieder umdrehen und gehen. Ja, hätte uns ein Schiff gekauft, wäre gegangen oder so. So ist die Story vorbei. Also das hat mir so ein bisschen negativ aufgestoßen, dass die Story in sich unschlüssig wirkte, sehr coole Aspekte drin hatte und am Ende jetzt auch wieder sehr, sehr offen war. Also ich hätte mir irgendwie noch so ein bisschen mehr gehofft jetzt hier am Ende der Story von Blizzard. Also ein bisschen mehr, nicht viel. Ein bisschen, ein kleines E-Tüpfelchen. Nichts. Schade. Dass sie offen ist, ist okay, damit kann ich leben. Ich meine, ich wollte ja eh Blizzard 2 spielen, von daher Hoffnung auf mehr machen, alles cool. Kein Cliffhanger drin, sondern ein ordentliches Ende, wo man sagt, man hat zwar Bock auf mehr, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn kein mehr kommt. Ich hoffe nicht, dass sie hier gleich schon fertig sind. Dann labere ich hier so viel und das Outro ist schon vorbei. Dann labere ich noch weiter. Dann zu den Skills. Die Skills waren an sich cool, aber ich habe mich nie zufrieden gefühlt. Ich hatte nie dieses Gefühl, ich bin geil, ich habe was Tolles bekommen. Das ist es, was ich haben will. Das gab's nicht. Und das war immer schade. Ich hatte... Da bist du. Bist du verletzt? Ach, das ist gar nichts. Lass mich mal sehen. Das sieht böse aus. Nichts, was nicht mit einem Vertränken geheilt werden kann. Ja, ja, aber erst einmal brauchst du jetzt Ruhe. Komm, ich werde mich um dich kümmern. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Okay, noch eine wichtige Info. Sie kümmert sich um mich. Mit den Skills, ich war nie zufrieden mit denen, was ich skillen konnte. Wenn wir da einmal kurz reingehen, können wir. Lade einfach mal kurz das Safe gehen, dann zeige ich euch, was ich meine. Vor Endboss hier. Das Safe Game laden wir. Und zwar... Ja, komm, werd fertig mit Laden. Und zwar hier. Das Schmieden habe ich nicht geskillt. Okay. Alchemie wollte ich nicht skillen. Okay. Erze schürfen hat ewig gedauert. Das hat ewig gedauert. Das habe ich gar nicht rausgefunden, obwohl ich es gerne irgendwann skillen wollte. Und das hat auch lange gedauert, bis ich hier das dritte Schloss hatte. Und dann hatte ich ja gesagt, ich habe die Welt erkundet. Und dann kam es, dass ich die Welt nochmal erkunden musste. Und das war auch so unbefriedigend mit dem Skillsystem zusammen, weil du einfach quasi die gleiche Kacke nochmal erkunden wolltest. Und jetzt nur, weil ich Erz schürfen und Schlösser knacken hatte, nochmal alles erkunden. Und dann hatte ich nicht geschmiedet, weil mich das Schmieden nicht interessiert hatte. Und ich hatte ja zum Schluss eh eine gute Waffe gekriegt. Aber auch das mit der Waffe, das... Es war nicht scheiße. Es war aber auch nicht geil. Und das versuche ich zu sagen. Na, auch hier, dass ich Stärke 105 habe, weil ich nicht höher zu skillen könnte, aber 200 Weisheit. Warum habe ich denn 200 Weisheit? Ich habe noch haufenweise Tafeln gefunden, die ich nicht gelesen habe. Also noch 3 Stück, aber
Das war auch so falsch. Das mit der Rüstung. Ja klar, die Rüstung am Ende zu bauen war cool, kein Thema. Aber die Zwischenrüstung, die ich hatte, die Rüstung des Hauptmanns und auch die ganze andere, es hat sich nie geil angefühlt. Wir haben die zwar bekommen, aber es war nie dieser Punkt, so, das ist es, das will ich haben. Ich habe hier 43 Lernpunkte, die ich nicht ausgegeben habe, weil ich nicht wusste, wohin. Wir sind Level 28. Ja, das war alles nicht optimal und nicht geil. Und wie gesagt, das mit der Karte, dass man die effektiv 3 oder 4 Mal erkundet hat, fand ich auch nicht so cool. Also ihr seht viele Kritikpunkte, aber ich kann jetzt nicht sagen, Risen 1 ist unspielbar und war absolut scheiße, aber es hat nicht Gothic-Niveau erreicht. Irgendwie hat es das nicht geschafft. Ich weiß nicht warum. In meinem Kopf hat es nicht Gothic-Niveau erreicht. Und das finde ich schade. Das hatte ich mir wenigstens erhofft, dass es irgendwie dieses Gothic-Niveau erreicht. Aber gut, da habe ich vielleicht dann doch zu viel Hoffnung gehabt. Wir haben damit eigentlich, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich habe meinen Standpunkt gut rübergebracht. Es kam mir eigentlich auch eher vor wie ein Gothic 3 und nicht wie ein Gothic 2. Obwohl ich mich in der Stadt sehr nach Gothic 1 und 2 angefühlt hatte, hier unten in der Hafenstadt, da war einfach nur mega cool, auch dass die Stadt am Ende besetzt worden war. Auch wenn da viele Sachen zu einfach und zu schnell passiert sind. Ich fand auch die Karte cool. Die Karte war nicht zu groß, nicht zu klein. Die war für diese Spielgröße, die wir gespielt haben, war sie optimal. Die Spiellänge war ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, 131 Folgen haben wir schon oft gehabt, aber war okay, war jetzt nicht schlimm, war okay. Also ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen gibt. Die Erfolge hier unten, hier, die erwähne ich mal besser gar nicht weiter, weil, okay, ich sage noch, es hat einen Wiederspielwert, weil man könnte nochmal als Magier durchspielen, da vielleicht noch ein bisschen was hinkriegen. Aber auch jetzt nicht so, dass ich sage, das ist es. Und hier auch die XP, die ich für die Erfolge bekomme. Ja, aber mache, brauchen wir nicht. Also ja, ich denke, ist alles gesagt. Wir gehen in die nächste Folge, beziehungsweise in das nächste Let's Play. Für euch morgen Risen 2, der Anfang. Hoffen auf eine geile Story-Fortführung. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, ihr könnt mir ja noch eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das seht, ob ihr da auch mit meinem Eindruck des Spiels übereinsteht oder ob ihr eher sagt, na nee, ich fand eher das cooler, das oder das. Könnt ihr ja gerne mal noch schreiben. Speziell würde ich mich freuen, wenn die Leute, die das komplette Let's Play geschrieben haben, eine Meinung dazu sagen. Ja, alles gesagt, wir gehen in die nächste Folge für euch morgen. Risen 2, frisches Game. Frisch reingucken. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie über jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö!